hat jemand nicht den Tannenbaum geschmückt, sondern die eigenen Haare. Bisschen viel Lametta in die Haare reingeklatscht, oder? Guten Abend. Hi. Dir scheint sehr kalt zu sein, oder? Wegen der Mütze? Das ist dein Style, das ist so Skater-Style, ja? So lässig, so lange Klamotten, so ausgefranst. Zehn Wochen nicht gewaschen und so, nicht rasiert. Haarige Beine. Ja, genau. Und dein Freund nebenan, der boykottiert den Friseur schon seit ein paar Wochen, so wie es aussieht. Ja, der ist schön. Das ist ein schönes Kuscheltier auf jeden Fall. Wo habt ihr das her? Vom Jahrmarkt irgendwie? Oder aus der Cornflakes-Packung? Oder? Keine Ahnung. Hab ich gefunden. Da hat jemand wohl in die Steckdose gefasst. Oder weiß ich nicht. Das sieht einfach mal so aus, als wäre der Blitz eingeschlagen. Das ist Natur. Das ist Natur. Das ist Natur. Das ist Abstand. Aber echt krass, das ist aus wie so eine Löwenmähne. Also man sieht dein Gesicht kaum, das geht so voll unter, weil diese Haare einfach so bam. Ich hab damals einen Hund gehabt, das war so ein Bobtail, ne? Der hatte auch so Haare vom Gesicht und so. Wir mussten immer die Haare wegschneiden, weil sonst hat er nichts gesehen. Also nicht, dass du irgendwie dann gegen die Wand läufst, weil du nichts mehr siehst von den ganzen Haaren, so. Nee, das krieg ich noch hin. Never meant to make your daughter cry, I apologize a trillion times. Silent Hill Outlast. Also Horror Games, ne? Krieg ich einfach nicht gebacken. Ich hab immer so einen Schiss davor. Ehrlich? Nee. Ja, schon. Also ich bin ein richtiger Schisser, was so Horror-Games angeht. Ich habe einmal Outlast gespielt, ey. Ich bin da echt... Also guck mal, ich kann Horrorfilme, gucke ich gerne, aber so Spiele kann ich einfach nicht. Ich habe einmal irgendwie auch damals Slenderman gespielt, so die üblichen Spiele, die man so spielt, ne, üblichen Horror-Games. Und in jedem Spiel, Mann, ich habe so einen Schiss immer da. Ich weiß auch nicht, ich kann das einfach nicht. Ich spiele lieber sowas wie CSGO. Ich spiele es ja auch, sehe ich gerade hier, CSGO. Du baust dich so auf, als wärst du voll der Pumper. Und dann wird das Gesicht rot, weil du dich anspannst. Und dann platzt du. Ey, du bist YouTuber, ne? Und du bist ein Kevin. Du heißt echt Kevin? Ja. Mein Beileid. Ich hab nur so Dings, so Kinderlexikon. Kinderlexikon? Ey, da stehen bestimmt auch schon geile Leute drin, so wie YOLO, Swag und so. Steht auch schon drin im Kinderlexikon. Warte kurz. Und so Huan und so und Amenakoi oder wie heißt das? Amanakoi. Amenaken! Amena! Das hab ich so zum dritten, zum fünften, zum elften. Keine Ahnung, zum Geburtstag. Zum dritten, zum fünften, zum elften Geburtstag. Ja, liegt auf jeden Fall nah aneinander. Ich weiß, ich merke schon, du erinnerst dich sehr gut an den Geburtstag. War bestimmt ein toller Geburtstag. Wenn du so viel Erinnerungen daran hast, ja. Du suchst neue Herausforderungen in deinem Leben. Von was für Herausforderungen sprechen wir hier? Also mathematischen Aufgaben oder... Ja! Jo! Geil! Da hat jemand nicht den Tannenbaum geschmückt, sondern die eigenen Haare. Bisschen viel Lametta in die Haare reingeklatscht, oder? Digga. Black Ops 3. 1 gegen 1 Nuketown oder was? Digga, ich mach dich kaputt. Wollt jetzt irgendwie mit euren Games pushen? Ja, ihr seid irgendwie 10 Jahre und habt hier Spiel ab 18. Schön für euch. Du wirst irgendwann mal im Dönerladen enden, Digga. Damn. These nuts. Meine Kamera ist eigentlich gar nicht so nice. Das ist hier bloß so eine billig Logitech, sag ich mal, ja. So ein Mittelklasse-Modell. Ich habe auch eine bessere Kamera, und zwar eine EOS, so eine DSLR, aber die macht sich halt schlecht für Webcams. Ich habe ja die 550. Die benutze ich normalerweise so zum Filmen oder für ah, dieselbe. Es ist ja überragend. Was mich aber bei der stört, ist, du hast kein Klappdisplay. Das ist manchmal so, vor allem wenn du filmst, ein bisschen blöd, aber so für Fotos ist es optimal. Ich habe auch noch ein größeres Objektiv, das ist halt das Standardding, ne, 55er. Ich habe auch noch ein 250er, 250 mm, was ich eigentlich so gut wie nie benutze. Bitte zieh auf! Du hast mich ja kleiner Koffer! Ich geb ihm Barbaklitz! Ich hab keinen Wort verstanden. Nee, ich versteh dich nicht, Digga, du musst nur Deutsch reden mit mir. Ey, nee, Alter, ich kenn dich irgendwoher. Ich kenn dich irgendwoher. Ja, von YouTube. Hast du ja gerade schon gesagt, ne? Wait. Wait a moment. Hat er nicht gesagt. Ja. Alter. Die Reaktion. Diese Reaktion. Ja, natürlich nehme ich auf, Alter. Klar. Das ist also geil. Hallo, Jörg. Verena. Wer nennt denn sein Kind heutzutage noch Verena? Normalerweise, so Verena ist eher so ein älterer Name, genauso wie Thorsten. Kennst du irgendeinen jungen Typen, der Thorsten heißt? Kenn ich nicht. Schreck.
Was bin ich? Ich bin Fake. Zwei Finger, zeig zwei Finger. Wie laut ich kann, Alter. Can you hear me now? Are you tuned in? Zooming in this room, assume I got new plans. Soon as I can move, I blew the spot, boom, bam, boom. Doc Dweller is a new improvement. Two hands gripping this mic, I watch loose limbs. New trends, new likes, and Insta view grams. Who I am doesn't matter when I put it in the pattern of these rhymes that I rattle every 52 stems.